Der Frühling guckt schon um die Ecke und der März hält Einzug. Mit ihm kommen einige coole und spannende Spiele. Wir möchten euch nicht lange auf die Folter spannen und fangen deshalb gleich mit den Spiele-Releases im März an. Viel Spaß! Den Startschuss gibt Dead or Alive 6, das am 1. März für PC, PS4 und Xbox One erscheint. Im Prügelspiel gibt es aktuell 26 Charaktere, zwischen denen ihr wählt. Dann geht's ans Eingemachte. Neu in diesem Teil sind Slow-Motion-Effekte und die sichtbaren Verletzungen der Spielfiguren. Aus dem Vorgänger kehren außerdem die Schwitzeffekte zurück, auf die noch mehr Wert gelegt wird. Wer sich gerne um die Wette kloppt, sollte hier zugreifen. Back to the 90s. Kennt ihr noch Toe Jam & Earl? Sie sind zurück. Ab dem 1. März könnt ihr euch mit den verrückten Charakteren wieder über die schwebenden Inseln klicken. Größtenteils wird sich das Spiel wie das Original aus dem Jahr 1991 anfühlen, aber natürlich mit ein paar coolen Neuerungen. So wählt ihr zwischen 9 Charakteren und es ist sogar ein 4-Spieler-Koop-Modus geplant, sowohl lokal als auch online. Groovy! Wer es doch ein bisschen ernster haben möchte, sollte bis zum 5. März warten. Da erscheint Left Alive für den PC und die PS4. Novoslava ist vom Krieg zerrissen und genau dort müsst ihr euch massiven Mechs, gepanzerten Fahrzeugen und anrückenden Truppen stellen. Entscheidet selbst, ob ihr lieber wild um euch ballert oder heimlich eure Widersacher eliminiert. Lasst euch ins Jahr 1987 zurückversetzen, genauer gesagt zum 24. Oktober. Ihr spielt einen Journalisten auf der Suche nach der Wahrheit. Nachdem nämlich eine Bombe hochgegangen ist, soll ein Gesetz in Kraft treten, das die Freiheit der Bevölkerung massiv einschränkt. Der Clou? Ihr habt nur exakt 4 Stunden Zeit. Die Story schreitet jedoch auch voran, wenn ihr einfach nichts tut. Aber könnt ihr das auch mit eurem Gewissen vereinbaren? Ab dem 5. März stellt ihr eure investigativen Fähigkeiten auf PC, PS4 und Xbox One auf die Probe. Hard West gibt's schon eine Weile, doch am 7. März erscheint das von XCOM inspirierte Spiel auch für die Switch. Wie der Titel schon teilweise preisgibt, bedient er sich vor allem am Western-Genre, sprenkelt dieses aber noch mit übernatürlichen Elementen wie dem Teufel oder dem Tod höchstpersönlich. Interessantes Konzept. Ebenfalls für die Nintendo Switch erscheint am 8. März ein Spiel mit dem lustigen Titel Assault Android Cactus. Ihr spielt einen von 9 Androids, zunächst aber Cactus, die eine Anfängerpolizistin beim interplanetarischen Polizeipräsidium ist. Allein oder im lokalen Koop-Modus kämpft ihr euch durch die anrückenden Horden von Robotern. Am gleichen Tag erscheint das lang erwartete Devil May Cry 5 für PC, PS4 und Xbox One. Diesmal spielt ihr mit 3 verschiedenen Charakteren, Dante und Nero, die ja bereits bekannt sind, und die neue Figur V. Das Gameplay von V soll sich drastisch von den anderen beiden unterscheiden, die mit ihren altbekannten Waffen zurückkehren. Aber auch Dante und Nero haben ein paar Asse im Ärmel, sowie die Devilbreaker eine Sammlung an robotischen Armen. Nero kann damit unterschiedliche Angriffe ausführen. Optisch ist das Spiel ein echter Hingucker und auch die Musik ist wieder mal cool gewählt. Wer noch einen 3DS hat und den aktiv benutzt, wird sich jetzt freuen. Kirby's Extra Epic Yarn erscheint nämlich für den Handheld am 8. März. Kirby wurde in eine Welt aus Wolle verbannt, aber das ist gar nicht mal so schlimm. Denn wenn der Körper aus Garn besteht, stehen einem fast alle Möglichkeiten offen. So kann sich Kirby zum Beispiel in einen Panzer oder eine fliegende Untertasse verwandeln. Aber auch die Welt so verändern, wie es nötig ist. Ein wolliges Action-Adventure. Am 12. März erscheint für alle Fans von rundenbasierten RPGs The Caligula Effect Overdose für PC, PS4 und Nintendo Switch. In einem virtuellen Programm mit dem Namen Mobius fristen Leute, deren Leben zu schwer ist, ihr Dasein auf der Highschool. Euer Protagonist ist davon aber nicht sonderlich überzeugt und will ausbrechen. Mit einer Party von bis zu 4 Charakteren stellt ihr euch also den Herausforderungen. Hang on. What is this? You have to see the whole... Am selben Tag erscheint das deutsche Adventure Trüberbrook für den PC.
Ihr spielt den jungen amerikanischen Physikdoktoranden Hans Tannhauser und gewinnt eine Reise nach Westdeutschland ins idyllische Trüberbrook. Ist ja auch ganz normal. Genauso wie, dass seine mitgebrachten Abhandlungen zur Quantenphysik gestohlen werden und er diese wiederfinden muss, um dann auch noch gleich die Welt zu retten. Dabei hilft ihm die Paläoanthropologin Gretchen Lemke. Auf jeden Fall eine interessante Prämisse. Tannhauser, these are ancient Egyptian hieroglyphs. What are they doing here? Ab dem 15. März könnt ihr in die Welt von One Piece eintauchen und das erstmalig in einer Open World. In dem Action-Adventure One Piece World Seeker, das für PC, PS4 und Xbox One erscheint, schlüpft ihr in die Rolle von Ruffy und habt natürlich die Vorteile, die sein ziemlich dehnbarer Körper bietet. So werdet ihr die Gum-Gum-Kanone und die Gum-Gum-Rakete verwenden. Aber auch die wichtigsten Charaktere der Strohhut-Crew sind natürlich mit an Bord. Freunde des gepflegten Ballerspiels freuen sich schon mal auf den 15. März. Da erscheint Tom Clancy's The Division 2 für PC, PS4 und Xbox One. 7 Monate nach der Handlung des ersten Teils entsteht in Washington DC ein Bürgerkrieg zwischen Überlebenden und den Marodeuren. Und ihr seid mittendrin. Einen ganz anderen Ansatz hat We the Revolution. Ihr spielt einen Richter in Paris der Französischen Revolution und müsst über jeden, der euch vor die Nase gesetzt wird, urteilen. Währenddessen kämpft ihr jedoch auch um euer Leben und das eurer Familie. Oh, und ihr seid übrigens auch ein Alkoholiker und Spieler. Der Titel erscheint am 21. März für den PC. Ein weiteres großes Spiel im März. Sekiro Shadows Die Twice erscheint am 22. für PC, PS4 und Xbox One. Ihr schlüpft in die Rolle des Shinobi Sekiro. Er wurde zum Sterben zurückgelassen, während sein Lord entführt wurde. Als er aufwacht, ist sein fehlender Arm durch eine Prothese ersetzt. Und mit diesem praktischen Tool und seinem treuen Katana macht er sich auf den Weg, seinen Herrn zu retten. Da es ein From Software Spiel ist, könnt ihr euch schon mal auf einen hohen Schwierigkeitsgrad einstellen. Looks like death is not your fate. Just yet. Unravel 2 kommt jetzt endlich auch auf die Switch. Am 22. März ist es soweit. Ihr kontrolliert 2 Yarnies und könnt dies alleine machen oder im lokalen Koop-Modus von der heimischen Couch aus. Neben der Hauptgeschichte könnt ihr aber auch wieder Herausforderungen und ebenfalls weitaus härtere Level meistern. You don't need to watch this. I want to. Am 26. März geht Clementines Geschichte zu Ende, denn die 4. und letzte Episode von The Walking Dead, The Final Season, erscheint für alle aktuellen Plattformen. Zur Story ist noch nichts bekannt, doch wir hoffen natürlich, dass es für Clem und ihre Freunde ein Happy End geben wird. Ob das in der Zombie-Apokalypse jedoch so einfach ist, sei mal dahingestellt. The only way you're gonna save your people is to let us take them. Betrayal and triumph. Final Fantasy VII wurde hoch gelobt. Jetzt kommen Switch-Besitzer auch in den Genuss, das Originalspiel auf ihrer Konsole zu haben. Bei der Portierung wurde nicht allzu viel gemacht, jedoch gibt es ein paar zusätzliche Features. Ihr bekommt in der Switch-Version 3-mal den Turbo-Modus, einen Kampfverbesserungsmodus und die Möglichkeit, Kampfbegegnungen zu vermeiden. Cool! Ab dem 26. März könnt ihr mit Cloud in den Kampf ziehen. The quintessential Final Fantasy experience. In Generation Zero werdet ihr ins Schweden der 1980er versetzt, wo feindliche Maschinen die Landschaft heimsuchen. Ihr müsst sie aufhalten und dabei herausfinden, was eigentlich vor sich geht. Alleine oder im Mehrspieler-Koop-Modus nutzt ihr eure Fähigkeiten, um den Stahlkolossen entgegenzustehen. Und wenn euch das nicht überzeugt hat, sollte es der 80er-Soundtrack auf jeden Fall schaffen. Ab dem 26. März könnt ihr auf PC, PS4 und Xbox One loslegen. Im Rollenspiel Outward durchwandert ihr eine große offene Welt voller Magie, wichtiger Missionen und versteckter Verliese. Aber in diesem Spiel sind nicht nur Monster gefährlich, sondern auch Wetterbedingungen oder infizierte Wunden können zu eurem Verhängnis werden. Überleben ist also genauso wichtig wie das Erkunden der Welt von Aurai. Beginnt euer Abenteuer ab dem 26. März auf PC, PS4 und Xbox One. And the craziest love story since the dawn of time.
Das deutsche Studio Daedalic Entertainment ist nicht unbekannt. Vor allem die Deponia-Reihe sollte Adventure-Fans ein Begriff sein. Nun kommt der erste Teil der Serie auch endlich auf Switch und Xbox One. Begleitet Rufus auf seiner Reise auf dem Müllplaneten Deponia, um endlich ein besseres Leben führen zu können. Am 27. März geht's los. The hearing is over. Well, well, well. Nach mehreren Verschiebungen erscheint Tropico 6 nun endlich am 29. März für den PC. Ihr nehmt wieder die Rolle von El Presidente ein und baut diesmal nicht auf einer einzelnen Insel, sondern auf mehreren zusammenhängenden. Auch in Tropico 6 wird es wieder die vier Äras geben: Kolonialzeit, Weltkriegszeit, Zeit des Kalten Krieges und die Moderne. Das wird ein Spaß. Schon das 8. Yoshi-Spiel kommt am 29. März für die Nintendo Switch auf den Markt. In Yoshi's Crafted World müsst ihr den zersplitterten Sunream-Stein wieder zusammensetzen und dafür die einzelnen Splitter finden. Neben dem normalen Einzelspielermodus könnt ihr euch auch im Zweispieler-Koop gemeinsam auf die Suche machen. Das letzte Spiel in unserer Liste ist The Princess Guide. Ihr trainiert eine von vier Prinzessinnen und schickt sie in den Kampf gegen eine fiese neue Macht. Je nachdem, welche Thronfolgerin ihr auswählt, bekommt ihr eine einzigartige Geschichte erzählt. Außerdem seid ihr mit eurem Training dafür verantwortlich, wie sich die Prinzessin auf dem Schlachtfeld schlägt. Ab dem 29. März ist der Kampf auf PS4 und Nintendo Switch eröffnet. Das waren die Spiele-Releases für den März 2019. Ist für euch etwas dabei oder seid ihr immer noch mit Metro Exodus und Anthem beschäftigt? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, lasst uns doch ein Abo und ein Like da und schaut bei pcgames.de vorbei für noch mehr Infos zu den genannten Spielen.